So, heutiger Auftakt in der Oberliga, gleich Tabellenführer. Was meinst du, Volker, wie wird die Saison weitergehen? Ja, ich hoffe, dass wir das verteidigen können bis zum Schluss. Dann wären wir alle froh und in der Regionalliga und sicherlich dann die nächste Party. Nee, Spaß beiseite. Es wird natürlich sicherlich eine sehr, sehr schwere Saison werden. Aber es fühlt sich natürlich toll an, dass wenn wir hier der erste Kampfbestreiter und dann gleich Tabellenführer sind, sieht natürlich schon sehr gut aus. Eben, Konstantin, du bist das erste Mal bei uns, hast hier gleich einen Vierer abgeräumt. Was denkst du denn, wie werden die nächsten Kämpfe in der Oberliga für Grobmerdingen und für dich hier laufen? Ja, ich werde natürlich versuchen, alles zu geben. Natürlich werde ich maximale Punktzahl zu erreichen. Das ist natürlich meine Aufgabe. Und ich will natürlich unseren Verein unterstützen und dass wir natürlich als Sieger nach Hause gehen, in jedem Kampf. Genau, du hast bewiesen schon in dem Turnier in Kriesern, dass du da dich sehr gut in die Mannschaft einfügst. Wie gefällt es dir in Grobmerdingen? Ja gut, heute bin ich zum ersten Mal da, also es hat mir sehr gut gefallen. Also ich denke, dass ich hier kämpfen werde. Also ich gefällt mir sehr gut. Super. Also, wir sind auf einem guten Weg. Wir freuen uns auf die nächsten Kämpfe und lasst uns heute noch ein bisschen feiern. Und dann werden wir sehen, wie es nächste Woche und dann am 22.09. beim nächsten Heimkampf ausgeht. Dankeschön.